So, und jetzt nochmal ein, ich sag mal, kurzes Spezialvideo von mir. Und zwar, wie ich zu Sargon unterwegs bin, wie ihr hier vielleicht schon seht. Ich werde gleich die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Und zwar möchte ich einfach mal, ja, ihr wisst ja, wie das mit dem Mond-Event war. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, wie scheiße ich das fand, wie stark die Gegner overpowered waren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich vermute mal, es liegt daran, dass ich da irgendwas an Einstellungen von Level 40 auf 44, was ich jetzt bin, beziehungsweise von der Levelbeschränkung mit den Monstern irgendwas nicht verträgt und dass das was falsch programmiert ist, oder ich weiß es ja nicht. Es kann sein, ich vermute es. Was ich allerdings hier drauf ansprechen möchte, ihr seht ja schon, bei der Geschwindigkeit des Videos, ich habe für Sargon, also ich bin zu Sargon hin solo, habe zwar nur die schlechtesten Essenzen genommen, aber selbst damals, ich erinnere mich an die letzten zwei Sargons, hat der Kampf mit dem ersten Sargon, wenn nicht mal ein paar Minuten gedauert. Das war ruckzuck erledigt. Ich habe in diesem Film, also in diesem Video, und sieht man ja an dem Server, wo die Zeit darunter läuft, das sieht man ja auch noch, und ich kann wirklich nur hoffen, dass die wenn die Server runterfahren, extra für Wartungsarbeiten, dass die daran etwas ändern. Und zwar einfach, ich find's einfach nur unverschämt. Das Vieh hat so viel Leben. Ich habe an dem Vieh gesessen, solo. Zwar nur mit den schlechtesten Essenzen, aber ich habe da 15 Minuten gesessen. Selbst mit den besten Essenzen hätte ich da 4 Minuten gesessen. Das Vieh hat sowas von viel Leben, und nicht nur das Vieh, sondern auch die beiden anderen Maps. Ich habe zwar schon, ich habe da bereits Videoaufnahmen gemacht, die werde ich dann Teil für Teil hochladen. Geht alles nicht auf einmal, besonders mit meiner schönen Bambusleitung, naja. Deswegen erstmal das kleine Sargon-Video hier zuerst. Ich find's einfach wirklich, wie gesagt, ja, ich find's einfach unverschämt. Das Vieh hat so viel Leben, und auch die Maps, das ist einfach viel zu schwer zu machen. Und ich bin jetzt schon ein relativ guter Spieler. Ich weiß, Big Point, beziehungsweise Spiele, die werden ja immer so gemacht, Events, die wollen ja möglichst auch was verdienen an der Sache, aber selbst für Käufer, sage ich mal, wenn man da Essenzen kauft ohne Ende und nur Sargon macht oder sowas, das ist viel zu schwer. Ich kenne das ja, und ich weiß, wie gut man mit Essenzen ist und so ein Zeug. Ich finde, der ist einfach overpowered. Ich kenne die Meinung von den meisten anderen Leuten, zwar nicht von Leuten, die so viel Geld reinstecken, dass die da, keine Ahnung, das Big Point Millionär wird, ja, sowas in der Art, aber ich find's einfach, ja, einfach eine Unverschämtheit. Das ist einfach, da kann man sich nur beschweren. Man hat keine Chance gegen das Mission. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die in den Wartungsarbeiten da jetzt gleich, die sind noch brandneu, das Video ist von heute Morgen irgendwann, dass sie da was dran ändern, ja, kann ich nur hoffen, und dass die da vielleicht noch ein bisschen Zeit aufs Event draufgeben für die Leute, weil bisher ist ja so gut wie noch keiner zu irgendwas gekommen. Okay, es gibt Spieler, die sind schon bei ein paar tausend, weil die sich einfach auf den Arsch gesetzt haben, aber hallo? Nee, das geht so einfach nicht. Ja, das wär's auch grob und ganz. Ich lasse einfach meinen ganzen Kampf weiterlaufen, bis ich beim zweiten Sargon war und gemerkt habe, dass man da, ich brauchte eigentlich nicht weiterkämpfen, weil es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ja, viel Spaß noch mit dem Video, und ich hoffe, ich muss nie wieder so etwas machen. Also, ich will einfach nur sagen mit diesem Video, wie scheiße, was für ein Riesen, ich find's Verarschung, es ist selbst für alle Spieler überhaupt, wie kacke das ist, man kommt sich vor, als ob man gegen Herold kämpft, ja. Und das dreimal. Ich weiß nicht, wie viel Leben das Vieh hat, beim ersten, beim zweiten, beim dritten Mal, aber es kommt einem so vor. Es kommt einem so vor, es ist einfach Wahnsinn. Da kann man nur den Kopf schütteln.